Das ist einer von den Tagen, Wintertagen, wo ich es echt leid habe, dieses scheißkalte Wetter. Im Übrigen habe ich was für jemand von euch oder für dich oder ich weiß nicht, wer es brauchen kann. Ich habe noch einen guten Reifen aussortiert, ein 180er Metzler. Der wäre nicht schlecht. Den würde ich abgeben, geschenkt. Transport muss halt derjenige selber übernehmen. Und da habe ich noch einen SC2. Der wäre jetzt auch nicht so schlecht. Vorderrad SC2 Pirelli würde ich auch abgeben. Die habe ich aussortiert, weil ich einiges weggeschmissen habe. Aber die zwei sind eigentlich zu schade zum Wegschmeißen, deswegen habe ich die noch. Also wer die haben will, bitte Bescheid geben, sonst habe ich keine mehr. Ich bin beruflich im Automotorsport. Es ging zum Beispiel alles mit dem Auto hier los. Eigentlich einer der ersten, der den umgebaut hat auf M3. Die Frage ist ja, braucht man wirklich einen Führerschein fürs Motorrad, um auf der Rennstrecke zu fahren? Ich habe ja lange überlegt, machst du jetzt den Führerschein noch, machst du ihn nicht, machst du ihn noch, machst du ihn nicht. Und dann kommt der Führerschein noch und dann die Zeit. Das ist dann der nächste Faktor, ist wirklich Zeit, riesen Zeitaufwand, den Führerschein zu machen. Theorie, Praxis kann ja gar nicht normal Motorrad fahren. Von dem her lasse ich das einfach, weil ich bringe mich um damit. Ja, natürlich tolle Erinnerungen und genauso ging das halt alles auch los und der Motorradsport war zu dem Zeitpunkt für mich nicht relevant. Ich bin zwar als Junge schon viel Kindermotocross, Jugendliche Motocross gefahren, aber mit dem Auto und dann mit der Umbauerei und Rennstreckenfahren, also ich habe ja dann eben als Rennmechaniker gearbeitet, aber auch selber gefahren mit meinem eigenen M3, ne? Und ja, dann war das Thema Motorrad weg. War auch gut so, weil sonst hätte ich heute das Geschäft nicht. Also ich hätte die Firma nicht, ich hätte den Betrieb nicht, ich hätte die Werkstatt nicht aufgebaut, wovon ich offensichtlich lebe. Und das Motorrad ist eigentlich erst dann in Frage gekommen, wie ich gemerkt habe, dass ich den Automotorsport, den kann ich einfach nicht bezahlen. Und dann ging es los, habe ich mir so eine alte CBR SC57 gekauft und es war Winter und ich habe keinen Führerschein gehabt, also musste ich ja irgendwie fahren damit und gegoogelt, ja. Und dann kam ich halt zur Rennstrecke in Spanien, weil im Winter gibt es keine andere Möglichkeit und dann habe ich gedacht, okay, dann fahrst du halt Rennstrecke. Wir sind nie Motorrad gefahren, überhaupt kein Problem. Doch, ich bin gefahren, ich habe das Motorrad gekauft und bin damit mal an einem Parkplatz auf und ab gefahren. Dann ging das los. Dann habe ich das Motorrad abholen lassen und bin nach Spanien und bin auf die Rennstrecke gegangen. Ich wollte einfach mal das Knie am Boden machen. Einfach so. Es war scheiße anstrengend. Es waren 3 Tage am Stück. Ich wäre fast gestorben. Ohne Scheiß. Ich war ja noch nie unfit. Also wirklich, ich war schon immer sportlich. Aber das war einfach eine ganz andere Hausnummer, ganz andere Anstrengungsbereich. Ich war echt am Boden nach 3 Tagen. Ich war so zerstört. Ich habe 2 Wochen Urlaub gebraucht danach. Ne? Das müsste eins meiner ersten Runden auf der Rennstrecke gewesen sein. Ja. Das ist jetzt einmal 2 Jahre und
Einen knappen Monat her, ne? Zweiter Tag Motorradfahren, ich hatte das Knie am Boden. Endlich. Geiles Gefühl. Ne? Aber hier sieht man deutlich den Knick, den ich hier noch im Oberkörper drin habe. Das Motorrad noch ein bisschen zu sehr gedrückt. Aber die Voraussetzungen waren ganz okay. Natürlich angefangen, permanent Motorrad zu fahren. Also das war eigentlich so meine Hauptbeschäftigung am Wochenende. Und ich habe im ersten Jahr 2017 16.000 Kilometer Rennstrecke gefahren. I know it's hard to fall asleep, but do your best. 'Cause there's a place that I go to when I wanna hide from all the shades of blue. 'Cause at times I think of leaving.